Sie sind hier. Hallo? Ach, jetzt bist du ja doch dabei. Ich bin angerufen worden. Ja, und ich dachte mir, du hast mir vorher nicht geantwortet und wenn du jetzt rangehst, dann musst du wohl mitmachen. Ach Mensch, ey, ich bin hier gerade am High Octane zocken. Ja, scheiße. Dass das noch einer kennt, so ein Pech. Altes Bullfrog-Spiel. Jetzt halt mal eine Stunde kein Octane mehr, jetzt musst du halt eine Stunde über Oscar-Filme reden. Ach du grüne Grütze. Welcher Film ist richtig Dreck? Welcher ist so richtig tight? Diese Typen haben's gecheckt, Fachidioten mit zu viel Zeit. Egal ob geil oder anspruchslos, sie haben's gesehen und jetzt geht's hier los. Mit Glotzkast, alte Schinken und neue Blockbuster. Glotzkast, hier kommen Experten, also macht Platz da. Glotzkast. Und wer fängt jetzt an? Ja, okay, Oma. Ach, wieso muss ich denn? Ich will doch gar nicht. Ach, dieses lustige, wieso muss ich denn? Na, sag gut. Ich's halt. Hier ist der etwas andere Filmpodcast. Geh Oma Doppelpunkt. Was macht denn den Podcast zu einem etwas anderen Filmpodcast? Ich bring den Gag ja jetzt nur schon gefühlte 5 Ausgaben. Doppelpunkt. Geh Oma, ach, sei doch nicht der alte Krummelpummel. Du bist einfach nur eine verdammte Antwort schuldig geblieben. Ja, fang einfach nochmal an, Geh Oma, und lass den Slogan weg. Hallo, hier ist der Glotzkast, der Filmpodcast. Viele Leute haben es vermutlich mitbekommen. Vor einiger Zeit war die Oscarverleihung 2018. Wir wollen da nicht hinten anstellen und bringen, je nachdem wie schnell die Bearbeitung des Ganzen ist, 3-4 Wochen später eine Nachbetrachtung des Ganzen, wo sich alle Leute noch total dafür interessieren werden. Aber so ist das halt bei uns. Bei uns sind die Sachen länger fresh. Oder, Frank? Das bin ich nicht, Geh Oma. Das ist wahrscheinlich ein Glas von Hürgon. Hallo, Hürgon. Guten Tag, hallo. Bei mir ebenfalls hier in dieser Podcast-Veranstaltung ist der Tom. Hallo, Tom. Ja, hallo allerseits. Tom, deine Stimme kommt mir bekannt vor. Ich glaube, du hast früher mal so einen kleinen, aber feinen YouTube-Kanal gemacht mit irgendeinen 3 Zahlen. Ja, RumbleBee666, den mache ich jetzt nicht mehr, weil ich den zugunsten der Isolierstation aufgegeben habe. Ich glaube, den Witz hast du jetzt schon zum 3. Mal gemacht. Ja, sorry, wenn Geoma damals sich selbst recyceln kann, dann kann ich das ja wohl auch. Ja, aber bei dir nervt's. Schön zu wissen, danke, Tom. Worüber reden wir denn dann heute? Die Oscars. Ach ja, hat ja Geoma schon gesagt. Wie, du möchtest über die Oscars 2017 reden? Oh Gott, dann nein, wollen wir nicht. Okay. Weil da hat ein beschissener Film gewonnen. Ein furchtbarer Film. 2017. Welcher war das denn nochmal? Moonlight. Ah, nicht geschaut. So schlecht. Moonlight finde ich furchtbar. Das ist ein ganz furchtbarer Film. Ich habe mir den angeguckt, mich selten so gelangweilt. Und jetzt mal ganz frech gesagt, das Einzige, was ich aus dem Film mitgenommen habe, auch Afroamerikaner sind schwul. Ich habe den Film auch gesehen und habe mich tatsächlich auch sehr gelangweilt. Ich habe, also ich kann das wirklich gutieren, ne? Die schauspielerische Leistung ist wirklich, wirklich, wirklich gut gewesen. Das muss man schon sagen. Und die ganze Optik und was weiß ich nicht alles. Aber der einzig interessante Charakter, der ist, glaube ich, irgendwie schon nach 5 Minuten aus dem Film raus und dann gähnt es nur noch genau. So aus dem Fernseher raus. Ja. Schade. Aber ich dachte eigentlich, 2017 hätte La La Land gewonnen. Aber ich habe auch eine Viertelstunde vorher ausgemacht. Ist da noch was passiert? Nee. Das war, stimmt, ich habe mich geirrt. La La Land war der beste Film. Da war nichts weiter. Alles super. Gut. Der war aber auch echt gut. Nee. Doch. Ich fand auch den Soundtrack gut. Also ich habe damals mit Keoma hier im Klotzkast drüber geredet und Keoma meinte, ach, der ist ja nur so mittelmäßig und ich glaube Musical-Baukasten und was du erwähnt hast. Und dann habe ich den ein paar Monate später auch geschaut und muss sagen, das war echt einer der schönsten Filme, die ich letztes Jahr gesehen habe. Mhm. Ja, toll. 2018 wurden die Oscars jedenfalls wieder verleiht, genau. Verliehen. Und wir könnten jetzt natürlich, und ich bin sicher, das hatte sich der Frank auch so gedacht, über so ziemlich jeden nominierten Film reden. Und dann sind wir irgendwann bei das beste Sounddesign oder irgend so ein Schwachsinn. Aha. Aber das ist natürlich völliger Quatsch. Wir machen, das habe ich jetzt gerade so entschieden, schlicht und ergreifend, bester Film. So. Was, nur den besten Film? Ja, natürlich, wen interessiert denn der Rest? Hallo, willst du mir jetzt ankommen mit hier, beste Regie ist doch eh das Gleiche. Von mir ist noch gut die besten Darsteller. Aber was willst du sonst noch machen? Ja, aber der Del Toro, der hat doch das erste Mal einen Oscar gekriegt. Das war doch eine Sensation. Außerdem ist der doch auch irgendwie Südamerikaner. Und das war doch irgendwie total südamerikanisch angehaucht, das Ganze. Das ist mir doch völlig scheißegal.
Okay. Wollen wir abstimmen? Weil, also naja, wenn wir nur den Film nehmen, den ich ja zur Hälfte nur geguckt habe, und zwar The Shape of Water, Entschuldigung für den Spoiler, der hat ja gewonnen, dann sind der wir Mensch, das weiß sehr bestimmt jetzt, dass jeder hat auf den Klotzkast gewartet und weiß die Ergebnisse noch nicht, Tom. Deswegen war das jetzt ziemlich fies von dir. Und natürlich, Entschuldigung, ich bin neu in dem Business. Und natürlich, ihr kennt ja Keoma 02, natürlich über reden wir auf jeden Fall über jeden der zum besten Film nominierten Filme, als auch den ein oder anderen Pick, den wir vielleicht, oder da schaue ich direkt in Richtung Hörern, weil Hörern hat ja gefühlterweise 99% aller in diesem Jahr nominierten Oscar-Filme geschaut. Der kann uns sicherlich noch sagen, was man da an dem ein oder anderen Glanzwerk außerhalb der besten Filmnominierung anschauen kann. Das ist richtig, aber ich würde trotzdem vorschlagen, dass wir mit den großen Kategorien anfangen. Ja, sollten wir auf jeden Fall. Genau. Und damit reiche ich dann auch das große Moderationszepter weiter an Hörgon. So. Dann würde ich vorschlagen, dass wir tatsächlich anfangen mit Shape of Water, weil der ja auch den besten Film gewonnen hat. Wie fandet ihr denn Shape of Water? Und jetzt alle. genau, alle gleichzeitig. Du musst schon einen Namen sagen. In der Klasse. Wie fandest du denn Shape of Water, Tom? Das Maul zu weit aufreißt. Ne? Ja, wie gesagt, ich habe den gestern tatsächlich angefangen zu schauen. Das war doch recht spät schon, deswegen bin ich nicht besonders weit gekommen. Ich glaube, es war so die Mitte des doch recht langen Films. Wo sie so langsam ihren schwulen Kumpel dazu kriegt, ihr irgendwie in irgendeiner Weise zu helfen, habe ich gedacht, puh, das kann ja spannend werden. Mach mal aus. Ja, ich weiß nicht, ob ich den noch zu Ende gucke, aber ich glaube schon, weil der ist also auch schon von der ganzen Anschaulichkeit ausgesprochen gut gelungen. Und der Guillermo del Toro Charme, den man ja so kennt, den mag ich auch immer sehr, sehr gerne. Der hat so einen gewissen Look und Feel, auch wenn das diesmal alles so ein bisschen langsamer vom Pacing her ist, als man das so gewohnt ist, wenn man die Hellboy-Filme kennt oder sogar Pan's Labyrinth fand ich dann doch ein bisschen zackiger und spannender. Aber wie gesagt, ich habe ja erst die Hälfte gesehen. Deswegen gebe ich lieber erstmal ab an Keoma. Ja, ich habe ihn natürlich auch gesehen, in Gänze sogar. Ich mochte ihn. Also, ich mag ihn. Ich weiß jetzt nicht, ob er unbedingt den Oscar als bester Film hätte bekommen müssen. Ich finde, dafür ist der Film etwas einfach gestrickt in seiner Aussage, die dir die ganze Zeit quasi ins Gesicht springt. Aber er ist bestechend schön gefilmt. Guillermo del Toro, der weiß ganz einfach, wie man ich habe so das Gefühl, der hat alles das zusammengenommen, was er schon immer mal drehen wollte. Also ich habe die ganze Zeit während des Films, ich weiß noch nicht mal so genau warum, immer an Bioshock gedacht, an dieses Spiel, an das Spiel. Das kennt ihr doch auch, oder? Und naja, ich kann stimmt, es hat von dir ja. Das hat ja auch so eine Art Deko. Ja, also. Ja. Also das und dann halt natürlich in der Schrecken vom Amazonas, der hat dann schon eine ganze Menge Kram genommen, den er mag und in einen ziemlich gutierbaren Film reingepackt. Der aber halt für mich so ein bisschen, also ich mag den Film wirklich extrem, extrem gern, ich finde ihn schön, aber ich bin halt der Meinung, gut, jetzt ist der Film, ja gut, wenn er meint. Ja gut, wenn man sich so die Konkurrenz anschaut, da fällt mir eigentlich nur noch einer ein, der das wirklich noch hätte schaffen können. Tja, aber ansonsten, da können wir ja gleich noch reden. Genau, aber ansonsten, wie gesagt, Shape of Water, ich mag den. Ich mag ihn sehr. Du hingegen nicht so sehr, oder, Frankster? Ja, wundert mich bei Keoma jetzt ehrlich gesagt auch nicht sonderlich, weil Keoma 02 ist ja dafür bekannt, dass er, ja, sprechen wir es mal deutlich aus, seit wir hier den Klotzcast vor einigen Jahren begonnen haben und er eine Lobeshymne auf Sucker Punch gesungen hat, ist er ja dafür bekannt, dass er eher so auf den richtigen Rotz steht. Und da hat es mich überhaupt nicht gewundert, dass Shape of Water, das Flüstern des Wassers, wie er so schön philosophisch hier in Deutschland heißt, voll in die Keoma 02 Schiene läuft. Ich habe den Film auch gesehen und der war echt Rotz. Also der war, dieser Rotz. Film ist Rotz. Vielleicht sinnbildlich auch für so gut wie, nicht so gut wie alle. Also jetzt mit Rotz meine ich jetzt nicht unbedingt ein guter Film. Jetzt nicht unbedingt wenn man es in 10-Punkte-Skala ausdrücken möchte, ein 7-Punkte-Film oder wenigstens, ja. Also das war einfach nur so nebenbei, hätte man mal schauen können, aber hätte ich jetzt nicht irgendwie nominieren wollen. Aber offensichtlich sah das die breite Masse ja dieses Jahr wieder anders und so kam es halt, dass muss man ja auch politisch betrachten, dass ein Film, wo eine Frau sich freiwillig entscheidet, mit einem Monster
im nicht Meer spoilern. Irgendwelche Eier zu legen, dass das halt, ne, also wenigstens haut er sie nicht und ist halt im weitesten Sinne auch kein aggressiver Mann, sondern halt ein Fisch. Moment. Wenn du mit der Logik kommst, dann hättest du auch sagen, nee, da wäre die Verlegerin eigentlich bei weitem, also wirklich, bei weitem prädestinierter gewesen, wenn aus diesen Gründen einen Oscar als bester Film zu bekommen, weil die Verlegerin, das ist ja nun ein Musterbeispiel davon, eine Frau, die sich in einer Männerwelt durchsetzen muss und am Ende schafft und dann plus noch ein Loblied auf die Presse. Also sorry, wenn du mit der Argumentation kommst, dann wäre die Verlegerin im Grunde genommen, dann wäre das der beste Film gewesen. Also aber was die Verlegerin nicht hat im Gegensatz zu diesem Film, ist ein Fischmenschen. Eine Tour von einem Bösewicht. Das war tatsächlich mein größtes Problem mit dem Film. Ich fand, dass Agent Smith aus Matrix noch subtil und gut gezeichnet war als Charakter und als Bösewicht, als der Bösewicht in diesem Film. Ich weiß gar nicht mehr, wer hat ihn gespielt. Also in Man of Steel Michael Scott Shannon gespielt hat. Ja, richtig. Michael Shannon, genau. Wenn man heutzutage jemanden böse wirken lassen will, dann hat man relativ einfache Tricks. Man lässt ihn einfach zum Beispiel den Hauptcharakter oder die Hauptcharakterin, wenn man das so sagen kann, sexuell belästigen am Arbeitsplatz. Das ist ja wow. Ich glaube, da tust du dem Film jetzt ein bisschen Unrecht, weil ich sehe das ganz so, dass dieser Film eine Art Pulp-Fantasie sein soll. Und sprich, da laufen ein paar Archetypen herum. Deswegen hat für mich der Bösewicht eigentlich sogar ganz gut funktioniert. Weil ich meine, das Ganze spielt in einer klischeehaften Welt. Da gibt es Agenten, die sich da herumtreiben vom KGB und so ein Kram. Und die machen auch völlig klischeehaften Agentenkram. Also gut, demzufolge, dass der jetzt der Bösewicht nicht unbedingt der am subtilsten gezeichnet ist. Ja, aber das ist ja auch untertrieben. Also dann auch die Szene, wo eben jener Bösewicht dann mit seiner Frau schläft, ne, nächstes Mal. Das ist, ich weiß nicht, das war mir so übertrieben dämonisierend, ne, nächstes Mal. Ja, echt, der war so zärtlich. Also das fand ich auch total unrealistisch. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also der Bösewicht gefiel mir bisher auch sehr gut. Also ich mag es aber auch plakativ. Ne? Und in dem Film hat das einfach wunderbar reingepasst. Ja, zumindest war er jetzt nicht so böse wie General Zod. Also. Aber es ist General Zod, der hat überlebt. Ja. Möglicherweise bin ich auch einfach zu konservativ für Dinge, die in dem Film gezeigt werden. Das würde sein. Nicht okay. Frank, ich hab's dir gesagt, nicht wahr? Wenn wir diesen christlich motivierten Menschen hier reinholen, dann das versaut uns die ganze Sendung. Ja, aber ich hab's doch schon wieder ausgeglichen, indem ich diesen radikalen Web-Video-Superstar aus Oldenburg. Was, Troy ist auch dabei? Sag doch mal was, Troy. Okay, ja gut, wo waren wir gerade? Ich kann gerade nicht sagen, der schreit in dein Kissen. Insider. Aber jetzt mal ehrlich, hör mal kurz weg, Tom. Findet ihr das okay, Interspezies Sex? Ja, das hatte ich natürlich auch schon gehört. Also ihr könnt darüber gerne ganz frei reden. Ich möchte aber die Details nicht unbedingt wissen. Also. Na, man sieht jetzt nicht unbedingt Fischgenitalien oder so, aber... Ah, lame. Gegenfrage diesbezüglich. Wie erfolgreich war der Film in der Türkei? Ist eigentlich schon mal irgendjemand aufgefallen, der den Film gesehen hat? Im Grunde genommen ist das so eine Art Remake von Splash. Kennt ihr noch? Jungfrau am Haken mit Daryl Hannah? Ja, genau. Und Tom Hanks, oder? Ja, Frank, du lachst jetzt. Aber wenn du es mal ganz kurz so betrachtest, im Großen und Ganzen, sie befreien sie, so zumindest das letzte Drittel, der Fischmensch, in Anführungszeichen die Meerjungfrau, wird aus diesem Ding befreit, aus diesem Labor. Du hast irgendwie einen Doktor, der da arbeitet, der dann irgendwie Gewissensbiss bekommt, der dabei hilft, sie zu bekommen. Und am Ende, das Ende ist eigentlich quasi auch fast das Gleiche. Du kannst noch nicht mal irgendwie von der Hand weisen, wenn du es jetzt mal so ganz kurz in deinem Kopf so durchgehen lässt. Ich glaube, Keoma ist da echt was auf der Spur. Ohne Scheiß, wenn man sich das so nachdenkt. Ne? Na gut, jetzt hat Troy McClure zwei Lieblingsfilme, falls den noch jemand kennt. Ja, Beware, the Planet of the Apes. Ja, genau das. I love you, Mr. Zayas. Doktor. Egal. Ja, so, dass der Film wirklich fantastisch aussieht. Ja. Auf jeden Fall. Das muss man schon. Also nicht sagen, in der Auflösung, in der ich ihn gesehen habe, aber. Ja, Frank, das tut mir natürlich echt leid, wenn du halt irgendwie den vom Handy abgefilmten Rotz geguckt hast, wo jedes Mal irgendwie einer ruft: Ey, Scheiße, der Öde! Alter, Sex mit dem Fischmensch, dann ist schon klar, dass du den vielleicht nicht so wirklich gut findest. Ja, das war ich. Gott sei Dank konnte ich das Gerät wieder aus dem Kino rausschmuggeln.
Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es in Shape of Water den Oscar nicht unbedingt verdient hätte. Nee. Was ist denn aus eurer Sicht der Film, der ihn verdient hätte? Three Billboards. Oh Three Billboards. Oh Gott. Ja, da war ich doch sehr, sehr für. So, ich gebe euch mal 5 Minuten, um über den Film zu schwärmen. Three Billboards bin ich eigentlich auch der Meinung. Haben wir den alle gesehen? Auch? Ja. Ja. Dann warte mal, da können wir allerdings mal die Frage stellen, Frank, wem hättest du den Oscar gegeben? Ganz ehrlich, nachdem ich heute noch I, Tonya gesehen habe, der war aber leider nicht nominiert, sagen wir es mal so, I, Tonya oder Get Out. Oh. Und ich hätte auf jeden Fall die beste Hauptdarstellerin, hätte ich Margot Robbie genommen. Oh, okay, Oma. Aber doch nur, weil die so gut aussieht, oder? Ich habe doch diese eine Szene nur gesehen, wo sie vor Gericht weint, aber kam da echt noch mehr von dem Stuff? Ich fand sie in einigen Szenen doch sehr charmant, muss ich sagen. Die war großartig. Jetzt fehlen mir die Beispiele. Ja, als sie diesen Baseballschläger da rausholt und diesen lockeren Spruch macht vor dem Schaufenster, das fand ich auch ziemlich gut. Ja, das war der andere Tonya Harding-Film. Ach so, okay. Der mit Will Smith. War so ähnlich. Ne? Der mit Will Smith, genau. Ja, genau. Wie konntet ihr den eigentlich alle schon sehen? Der läuft doch gar nicht im Kino. Wart ihr alle in der Sneak Preview? Nee, Pressevorführung. Ich bin nach Amerika gereist. Pressevorführung für die Klotzkast-Mitglieder, außer dir, natürlich. Weil. Ne? Ja. Also Dunkirk zum Beispiel hätte es meiner Meinung nach nicht verdient. Absolut nicht. Nein. Ach, Herr Jemine, also Nolan, der muss ja auch irgendwann mal einen richtigen Oscar kriegen, ne? Aber hat er schon einen? Nee, hat er nicht, ne? Aber nicht für den Film, das war ja wirklich, also, weiß ich auch nicht. Nee, also, ich habe mich sehr gelangweilt und die hochgelobte Geräuschkulisse und der Hans Zimmer Score und so, das hat mich einfach so kolossal genervt, weil das aber einfach nur die ganze Zeit Wiederholungen war und, oh, wirklich. Aber Tom, die Shepard-Skala, Tom. Ja, genau, dieser Shepard-Tone, ja. Das Problem ist ja, das ist eine dieser ganz wenigen akustischen Täuschungen, die es gibt. Und ich merke das aber. Ich weiß nicht, vielleicht ist mein Gehör so gut oder so, mich hat das so kolossal genervt. Ich habe schon immer diesen Ton von hinten wieder kommen hören, der dann diese Illusion da, dass es immer schneller und vor allem immer höher die ganzen Töne laufen in Endlosschleife. Ich habe das gehört und das hat mich so kolossal genervt. Also es war fürchterlich. Also nee, schon allein deswegen von mir Daumen runter. Nee, Dünnkirchen war echt Dünnpfiff. Also das war eine dünne Story, dünner Film. Und ich hätte mir gewünscht, dass ich ihn sozusagen im Grindhouse Double Feature zusammen mit Die dunkelste Stunde geschaut hätte. Die dunkelste Stunde wo, dann davor und danach Dünnkirchen. Dann hätte es zumindest ein bisschen mehr Sinn gehabt. Aber so. Es sollte einen Supercut geben, wo dann umgeschnitten wird, so und einen riesigen. Auch bitte Film, nicht noch mehr rumschneiden in Dunkirk. Was auf dem Land passiert und auf der anderen Seite des Ärmelkanals. Das wäre doch geil. Noch mehr Parallelhandlungen. Ja, das hätte dem sehr gut getan. Das tut dem Film bestimmt sehr gut. Aber wolltet ihr nicht gerade ein Loblied auf dieses Pseudo-Fargo-Light ohne Zucker? Warte, ganz kurz, wie kommst du eigentlich auf Fargo? Im Zusammenhang mit Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Wegen der Hauptdarsteller. Nee, wegen der Stimmung einfach. Was denn für eine Stimmung? Der hat gar keine. Ist ja auch kein guter Film. Nein, warte mal. Wenn ich jetzt gerade ganz kurz an Fargo denke, den Film, plus die 3 Staffeln der Serie, da geht's immer darum, dass irgendwelche Leute in einer Verbrecherkarriere zu viel abbeißen, als sie kauen können. Das kommt in Billboard überhaupt gar nicht vor. Es gibt nichts in Three Billboards, was an Fargo erinnert, außer dass dort Francis McDormand die Hauptrolle spielt. Na okay, gut, dann nennen wir es halt einfach diesen Coen-Brüder-Wannabe-Streifen. Er ist auch ganz weit weg von den Coen-Brüdern, Frank. Was genau an dem Film hat denn irgendwas mit den Coen-Brüdern zu tun? Frank. Ich weiß nicht, Ich hab diesen Film geschaut und dachte mir nur, der will diese Fargo-Stimmung erzeugen und das klappt offensichtlich im Mainstream und bei ungefähr so 99% aller anderen Menschen außer mir, die diesen Film abfeiern. Aber der war. Wow. Warte, Moment, wir lassen die Oma erstmal in Rage reden. Okay, Oma, du bist. Zusammengefasst, die gesamte Erde, da hat kein einziger Mensch gesagt, aha, Mensch, da sehe ich ja, da will jemand die Fargo-Stimmung imitieren. Aber in Deutschland, in der Nähe, so halbwegs in der Nähe von Frankfurt, da, in
einer kleinen Dachgeschosswohnung, da sitzt der Frank. Und der hat den Film gesehen. Und er hat erkannt, verdammt, da versucht doch einfach nur jemand Fargo nachzumachen. Ich war noch nicht mal der Einzige. Ich habe gerade mal Three Billboards und Fargo eingegeben. Der Vergleich, der taucht öfters auf. Also Three Billboards has same strengths as Fargo. Ja? Also gut, das, was ich höchstens noch als im weitesten Sinne ähnlich ansehen würde zwischen Fargo und Three Billboards, ist, dass es beides Filme sind, die grundsätzlich ein ernstes Thema als Thema haben, brillant ausgedrückt, grundsätzlich ein ernstes Thema behandeln, aber sehr humorvolle Aspekte haben. Echt, das ist auch humorvoll? Ein bisschen beispringen, also da hat er schon recht, so ein bisschen von der Stimmung her, von diesem bissigen Humor, also von diesem, ja, von dieser Dramedy irgendwie hat es schon, aber naja, das ist es aber auch schon, ne? Ja. Ja, also kann ich nicht bei jedem Film ein bisschen schwarzen Mord sagen, oh Mann, das ist ja wie in Fargo. Ja. Hallo? Könntest du. Könntest du wahrscheinlich wirklich. Das wird er ab jetzt auch tun. Ich finde eigentlich Three Billboards würde man das eigentlich eher am besten beschreiben als moderner Western über die gemeinsame Menschlichkeit sich grundsätzlich gegenüberstehender Bevölkerungsschichten oder so. Okay. Was studierst du nochmal? Ich studiere Abitur. Ah, okay. Das wird ein guter Abschluss. Ja, schöne Studentenzeit, ich weiß es auch noch. Zu Three Billboards muss ich nochmal eben ganz kurz sagen, dass ich das Drehbuch ein bisschen, also ich fand, teilweise war es ein bisschen sehr konstruiert. Also da sind dann so, Events zusammengekommen und ich weiß auch nicht, es ist alles zu viel gewesen teilweise. So, ne? Ich versuche da jetzt irgendwie so rumzusegeln, dann nicht zu spoilern, aber für die Leute, die ihn noch nicht gesehen haben. Kannst ruhig spoilern, passiert ja nichts. Bitte? Passiert ja nichts, kannst ruhig spoilern. Ja, nee. Also ich würde mal sagen, es sind einfach ein bisschen sehr viele merkwürdige Zufälle drin, Events, die gleichzeitig stattfinden und so. Und das ist ein bisschen konstruiert gewesen. Aber ansonsten fand ich die Stimmung geil. Die schauspielerische Leistung von allen Beteiligten war richtig, richtig gut. Und ja, und Woody Harrelson fand ich auch ganz gut. Ja, da würde ich auch gerne direkt mal einwerfen. Woody Harrelson, hat er dafür jetzt einen Oscar bekommen oder nicht? Nein. Also, Sam Rockwell hat Francis McDonald und Sam Rockwell. Sam Rockwell, ich lese gerade. Nee, also da dachte ich mir auch schon, natürlich, also da wird auch keiner widersprechen, dass Woody Harrelson einen Oscar verdient hätte, aber nicht unbedingt für die Rolle. Ja, die war auch zu kurz. Er war zu kurz im Film. Gut, Nebendarsteller müssen ja jetzt nicht den ganzen Film mitspielen, aber ach, da war Sam Rockwell doch hervorstechend. Also wenn er den nicht bekommen hätte zugunsten von Woody Harrelson, das wäre schon ein bisschen merkwürdig gewesen. Merkwürdiges Zeichen wäre das gewesen. Ja. Ja, stimmt. Ich persönlich bin der Meinung, dass Three Billboards outside Ebbing, Missouri momentan der wahrscheinlich relevanteste Film ist, der überhaupt im Kino gelaufen ist. Auch wenn natürlich Frank der Meinung ist, dass der platte Get Out eher hier einen Preis verdient hätte. Ja, aber wenn du schon Anspruch möchtest, Lady Bird hast du immer noch nicht geschaut, ne? Den gucke ich mir im Kino an. Ich muss meine Karte hier kompensieren. Ja, schon gut. Der soll sehr öde sein, habe ich gehört. Aber ich Der ist auf eine angenehme Art öde. Three Billboards war auf eine sehr unangenehme Art blöde und öde. Das war so ein bisschen, wie gesagt, ich muss noch mal den Fargo-Vergleich bringen, damit Oma wieder raged, ja. So von wegen Fargo auf C-Movie-Niveau, ja. Und Lady Bird war so angenehm öde. Ja, da muss man nicht weiter ragen, weil du hast einfach keine Ahnung. Jedenfalls, ich sag's gerne nochmal, einen relevanteren Film über die gesellschaftlichen Zustände auf der Welt, wo Wut immer nur Gegenwut erzeugt und am Ende ist es völlig egal, warum einer wütend ist, Hauptsache man haut sich gegenseitig auf die Fresse. Das hat dieser Film großartig dargestellt. Insofern, wenn irgendein Film hätte verdient, als bester Film ausgezeichnet zu werden, dann wäre das Three Billboards gewesen. Absolut, aber ich glaube, die politische Botschaft hätten sie sich jetzt auch nicht getraut. Aber kann das nicht auch sein, dass du da ein bisschen zu viel politische Botschaft in den Film reininterpretierst? Nicht bei den Oscars. Also bei den Oscars ist, glaube ich, kein Entschuldigt mal bitte. Politisch interpretierbar sein sollte. Ja, aber bei Get Out war der Hauptdarsteller schwarz. Schwarz. Unterschwellig. Ja, deswegen hat der Herr Jordan Peele auch, ich finde es ja an sich merkwürdig, dass ein Film, der im Prinzip ja so ein zweit- bis drittklassiger moderner Horrorfilm ist, aus meiner Sicht überhaupt nominiert wird für irgendwas und dann auch noch irgendwas gewinnt. Also bester Film wäre ja dann noch ein bisschen
Also ich meine nicht, dass das jemals passiert ist, dass ein Film derart überhaupt sowas gewonnen hätte. Doch, also Schweigen der Lämmer hat damals als Horrorfilm einen Oscar gewonnen. Sorry, okay, Oma, sagst du gerade, Schweigen der Lämmer war ein zweit- bis drittklassiger Horrorfilm? Nein, es ging jetzt gerade... Nein, schon okay, ich notiere es mir nur für die Zukunft, danke. Ja, halt die Klappe. Jedenfalls, Get Out konnte nicht mehr gewinnen, weil letztes Jahr hat Moonlight gewonnen. Ach so, zweimal in Folge, afroamerikanisch geht dann auch wieder nicht, oder? Nee, natürlich nicht. Ah. Ich war dieses Jahr eigentlich eher dabei gewesen. Ich hatte gedacht, dieses Jahr, obwohl ich noch nicht mal gesehen habe, dieses Jahr hätte entweder gewinnen müssen, wenn ich gewettet hätte, entweder die Verlegerin oder Lady Bird. Die Verlegerin eher nicht, weil da hat jeder von denen, der mit zu tun hat, näher schon dutzendfach Oscars irgendwie nach Hause geschleppt. Deswegen hätte ich Lady Bird gedacht, weil eine Frau Regie geführt hat. Ja, also mein Tipp wäre gewesen. Die Verlegerin ist einfach nur so wieder. Im Prinzip, wenn man sagen würde, es ist ein Film mit von Steven Spielberg mit Meryl Streep und Tom Hanks, dann ist eigentlich auch alles schon zu dem Film gesagt. Der Film ist so dermaßen konservativ. Aber auch so, das Thema ist auch so irrelevant irgendwie, ne? Also, weiß ich auch nicht. Was, ich weiß schon gar nicht mehr, worum ging es eigentlich nochmal? Es geht, also man lässt sich immer irritieren, weil Keoma, der sonst nur englische Titel verwendet, dauernd die Verlegerin sagt, um das Ganze in die Frauenrichtung zu drücken. Dabei heißt der Film ja The Post und geht im weitesten Sinne ja nur zur Hälfte um Meryl Streep. Genau. Es geht schon um Meryl Streep. Aber im Deutschen hat man sich dann gesagt, hey, das ist Meryl Streep, sagen wir mal die Verlegerin, da geht's jetzt um sie, fertig. Naja, weil dieses Land auch keine Sau die Washington Post wirklich kennt. Nein, warum denn nicht? Naja, wie soll es heißen, die Post? Die Post. Ja, genau. Ja, ich hätte den Film die Post genannt. Oder noch besser, Tag Post. Ah. Tag Post. Wobei ich muss sagen, wenn Lady Bird tatsächlich den Oscar gewonnen hätte, als bester Film, hätte ich es dem sogar gegönnt. Ich fand den wirklich großartig. Ja, kann man nicht widersprechen. Das war einfach ein schöner Film. Nicht also, so gut wie Three Billboards, aber sehr gut. Ja, definitiv besser als Three Billboards, aber das trifft ja auf eigentlich jeden. Also doch. Ja, bis auf Dünkirchen. Ich muss ganz kurz erklären, warum der Frank Three Billboards nicht mochte. Frank ist ja bekannt als von Wut zerfressener Misanthrop. Und da ist natürlich klar, dass er die Botschaft von Three Billboards nicht anerkennen konnte, nicht anerkennen wollte. Und deswegen versucht er sich mit irgendwelchen Pickigkeiten, irgendwie ist ja wie Fargo, jetzt hier aus der Affäre zu ziehen. Aber das müsst ihr halt nur in diesem Kontext sehen, dann ergibt das alles Sinn. Frank, du wieder bitte. Danke. Danke, Keoma. Du hast heute wieder mal einen Clown gefrühstückt, wie man so schön sagt, ne? Ich war gerade total ernst. Dachte ich mir. Wir haben auch gar nicht über Der seidene Faden geredet. Oh ja. Er ist immerhin von Paul Thomas Anderson und er hat so tolle Sachen gemacht wie Boogie Nights und so. Punch Drunk Love fand ich auch sehr geil. Und der Will Be Blood war fürchterlich langweilig, aber auch irgendwie geil. Aber der Pornofilm fing dir als erstes ein, ne? Natürlich. Ja, Purina war ja auch großartig. Aber das ist wirklich einer meiner Lieblingsfilme. Ja, der ganz ist auch toll. Scheiß. Das ist einfach Dirk Diggler. Das ist mein Held. Ja, der seidene Faden. Gut. Den hab ich so im Kino gesehen. Der hat mich echt begeistert. Im Vergleich zu allen anderen nominierten Filmen war das mal wieder was komplett anderes und Unerwartetes und Besonderes. Und außerdem sieht man da mal, wie ein richtig guter Regisseur aus eigentlich so, also im weitesten Sinne, der Film ist ja jetzt nicht unbedingt etwas, wo du sagen könntest, wow, Donnerwetter, ununterbrochene Action, da ist ja ständig alles in Bewegung, es ist ja genau das Gegenteil. Aber wenn halt jemand wie Paul Thomas Anderson sowas macht, dann wird das großartig. Also es gibt eine Szene, da wird halt das Machtverhältnis am Tisch über das Kratzen auf einem Toast definiert. Und das ist eine großartige Szene. Also ich war ja ziemlich angetan. Wisst ihr, dass There Will Be Blood der Lieblingsfilm von Uwe Boll ist? Fällt mir gerade so ein. Ja. Lassen wir ja, mal. Daniel Day-Lewis hört ja jetzt auf, ne? Ja, mal wieder. Aber ich glaube, der ist auch dafür für diese Rolle extra Schneider geworden oder so. Kann das sein? Der macht doch immer solche Sachen. Das ist schön. Dann hat, er jetzt eine Zukunft nach der Schauspielerei. Ja. Er ist ja auch schon Schuhmacher. Stell dir mal vor, er hätte vor Boogie Nights, er wäre da schon mit Paul Thomas Anderson zusammengekommen. Das wäre eine tolle Zeit für ihn geworden, oder?
Ja, aber ansonsten, ich glaube, das war die eine Sache, wo wir uns irgendwie einig waren, der Frank und ich, warum die Hauptdarstellerin von Der Seidene Faden nicht nominiert worden ist, ist ein Rätsel. Ja, wahrscheinlich, weil sie aus Luxemburg kommt. Da kannst du keine politische Geschichte drum schauspielern. Und weil sie vorwiegend, wenn ich das sehe, vielen deutschen Produktionen mitgespielt hat. Oder sind das einfach nur deutsche Titel? Keine Ahnung, auf jeden Fall, die Frau war toll. Ja. Vicky Krieps. Grandios. Ja, die lese ich hier gerade. Ja, wie gesagt, ich habe den Film ja noch nicht gesehen, aber war bestimmt richtig gut. Ach, aber die McDermott, ne, das, ich fand die so geil. Also ich weiß auch nicht. Ich fand die so genial. Und die hat auch so die, naja, sagen wir mal, interessanteste Oscar-Rede gehalten. Alles andere interessant war ja ganz ja schön. Ja, es war nicht unbedingt die Messe. Es war auch ein bisschen peinlich. Selbst meine Frau sagte, als sie dann so angefangen hat zu lachen, dreht sie jetzt durch? Ich hab's nicht gesehen, klär mich auf. Ja, sie hat erstmal alle, ich denke, noch Beteiligten, zumindest auch Frauen und Nominierten dazu angehalten, doch mal eben aufzustehen. Und Frauen im Raum. Ja, genau. Und die haben sich dann auch so ein bisschen merkwürdig umgeguckt. Und soll ich jetzt? Und was ist das jetzt hier eigentlich? Wenn du es tust, dann stehen sie alle auf. Ja, so ungefähr. Ne? Und das war schon ein bisschen awkward irgendwie, dieser Moment. Naja, und dann hat sie dabei sehr, sehr laut und hell und sehr irre gelacht. Und das war schon ein bisschen creepy. Naja, gut. Und dann ging es auch noch ein bisschen um. Was hatte sie ganz am Ende noch gesagt? Irgendwas mit Two Words, Inclusion Rider. Inclusion Riders, ja genau. Das ist irgendwie so eine neue, so ein neues Dogma, dass man, wenn man einen Film dreht, der in einem anderen Land spielt, dann die Statisten hauptsächlich dann auch aus der Landesbevölkerung oder so einem Durchschnitt da bestehen sollen und Männer und Frauen und so weiter und so fort. Also wenn ich das verstanden habe, ist es so, dass ein Schauspieler, wenn er einen Vertrag unterschreibt für einen Film, in dem er mitspielt, jeder Schauspieler das Recht hat, eine Inklusionsklausel einzubauen, so habe ich das verstanden. Und das besagt eben, dass zum Beispiel mindestens 50% der Crew, also nicht nur der gezeigten, im Film gezeigten Menschen, sondern auch der Crew zum Beispiel Frauen sind oder schwarz sind oder was auch immer. So ja, habe ich das verstanden. Oder sowas. Ja. Ja, aber wie sie es gemacht hat, ich meine, da merkt man einfach die Schauspielerin durch und durch, die hat das Ding umsonst, nicht umsonst in die Hand gedrückt gekriegt. Fand ich auch super. War ich von Anfang an dafür und hab mich auch sehr gefreut. Weißt du, ob sie so irre gelacht hat? Sie wird sich halt vermutlich gedacht haben, Mann, sind die alle doof. Da haben wir Fargo nochmal neu verfilmt und hat keine. Und dann auch noch mit derselben Schauspielerin und keiner. Außer einem kleinen Jungen in Frankfurt. Genau. Was ist los? Streichst du? Ich wollte euch hier die Sekunden auslachen lassen, bevor ich hier wieder auf meine unvergleichliche Art und Weise und mit meinem Charme wieder den Anspruch zurückbringe in den Klotzkast. Ich wollte noch sagen, nachdem wir gerade bei Der Seidene Faden waren, ich war so ein bisschen enttäuscht und das war für mich so der letzte von vielen Beweisen, dass es bei den Oscars eigentlich nicht um Qualität geht, sondern keine Ahnung um was. Ja, offensichtlich gibt es ja immer noch diese weitläufige Meinung, dass für beste Filmmusik, bester Soundtrack, das ist ja meine Kategorie, die mich eigentlich nach bester Film am meisten interessiert, Shape of Water gewonnen hat. Für mich auch nur ein, zwar okay, passender, aber okay Soundtrack. Gut, Hans Zimmer, Dünkirchen, brauchen wir gar nicht drüber reden. Hans Zimmer ist ja sowieso nur Baukastensystem. Johnny Greenwood, Der Seidene Faden. Johnny Greenwood hat mir bisher vorher noch gar nichts gesagt. Mir ist jetzt auch nicht bei There Will Be Blood oder The Master habe ich, glaube ich, auch geschaut. Inherent Vice habe ich geschaut. Ist mir der Soundtrack nicht sonderlich in Erinnerung geblieben, aber bei Phantom Thread, also bei Der Seidene Faden, der Soundtrack war ja mal hundertprozentig passend. Der hat eine richtig geile Stimmung erzeugt und von den Soundtracks, von den Filmen, die ich gesehen habe, wäre das wirklich der Oscar-würdige Soundtrack gewesen. Klar, über John Williams Star Wars müssen wir nicht reden. Kapitel ist sowieso jetzt bald vorbei. Nächste Star Wars-Filme ja wieder ohne, also nach dem jetzt kommenden Star Wars-Abschlussteil dann kein John Williams Soundtrack mehr, habe ich gehört. Gab's halt neue Musik bei dem letzten Star Wars-Film, wäre mir nicht aufgefallen. Ja, nee, gut, es sind halt immer wieder Variationen von bisher schon dagewesenen, denke ich einfach mal. Ich habe dazu, muss man sagen, The Last Jedi noch nicht geschaut und Carter Burwell für Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Ja, mein Gott,
mir ist jetzt kein Soundtrack in Erinnerung geblieben, also kein Track aus dem Film. Carter Burwell habe ich auch eher in Erinnerung, der hat einen von den Twilight-Filmen besoundtrackt. Twilight war ja damals faszinierenderweise jeder Film von einem anderen Komponisten die Soundtracks. Der hat noch einen relativ guten damals gemacht, aber der ist mir jetzt für Three Billboards nicht in Erinnerung geblieben. Also für mich eindeutig der legitime Gewinner wäre Johnny Greenwood mit der Seidene Faden gewesen. Da bin ich nicht bei dir. Mhm. Und zwar wäre meine Wahl John Bryan für Lady Bird gewesen. Er ist noch nicht mal nominiert und das finde ich eine Frechheit. Also dieser John Bryan Soundtrack in Lady Bird, das ist unglaublich. Ich glaube, der Film hätte von mir mindestens einen von 5 Sternen weniger bekommen ohne diesen Soundtrack. John Bryan Soundtracks machen mich immer fertig. Blade Runner war auch nicht nominiert, oder? Für den besten Soundtrack. Nein, natürlich nicht. Den mochte ich sehr. Ja, aber war das nicht auch ein Hans Zimmer Ding dieses Mal, Blade Runner? Wer hat den Soundtrack denn gemacht? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber ich habe in meinen Ohren, dass mich dieser Soundtrack ziemlich gefangen genommen hat. Überhaupt fand ich es einen der größten Ungerechtigkeiten dieses Jahr war, dass Blade Runner 2049 nominiert gewesen war. Ja, sorry, ich fand den Film großartig. Ja. Ja, also wäre zumindest berechtigterweise hätte ich eher angesehen jetzt als wie gesagt bei bester Film, also ich habe ja alle Filme von bester Film geschaut und da war nicht viel für mich jetzt nicht viel bester Film dabei. Was ist denn der nächste beste Film, den wir noch auf der Liste hätten? Wir können ja über Darkest Hour reden, da freust du dich drauf, Keoma. Ja, Keoma ist ganz, ganz heiß auf The Darkest Hour. Der hat die letzten Wochen, er hat mir auch per WhatsApp jeden Tag geschrieben, hier, neuer Fact to The Darkest Hour. Der ist ja großer Fan von hier, keine Ahnung, wer spielt noch mit Gary Oldman und Big Gary Mamas Oldman House. Und so Typen im Fettsuit, das ist doch immer richtig geil. Ich hab Mamas House 2 fällt mir da noch ein. Ja, ich habe mir einen Starschnitt anfertigen lassen von Gary Oldman im Winston Churchill-Kostüm. Ich habe den Film nicht geguckt und ich glaube, ich werde ihn noch nie im Leben gucken, weil warum? Das sind höchstwahrscheinlich alte Männer, die im Keller irgendwelchen Kram labern, oder? Ja, aber ganz ehrlich, du hast Dünnkirchen geschaut. Ja, der war echt nicht schlecht. Ich glaube nicht, dass ich jetzt noch Hintergrundinformationen zu Dünnkirchen haben möchte, weil wenn schon die Kriegshandlung selbst so dermaßen öde inszeniert worden ist, dann will ich nicht wissen, wie die Leute im dunklen Keller das verkauft haben werden. Der war wesentlich besser als Dunkirk. Und definitiv. Wesentlich spannender, aber nicht gut, aber wesentlich besser. Mhm. Ich glaube, das Hauptproblem von Dunkirk war eigentlich die fehlende Identifikationsfigur einfach. Ne? Da gab es nicht wirklich einen Schauspieler, der durchgängig durchgelaufen ist und dem man hätte mitfiebern können. Ja, und zu wenig Frauen. Wenn man einem Film das entzieht, dann sieht man, was bei rumkommt. Da kann alles andere absolut genial sein. Kamera, Ton, was weiß ich nicht. Alles den Ton fand ich ja fürchterlich, aber alle anderen ja super. Und die Regiearbeiten, die Darsteller auch. Aber das hat mir den Film irgendwie verleidet. Es war einfach überhaupt keine Spannung drin, besonders weil ich ja auch schon gespoilert war durch den Geschichtsunterricht. Also ich persönlich war ja voll auf der Seite von einem Jungen, der die Treppe runtergefallen ist. Ja. Ist er nicht gestorben? Ja. Ja. Mist. Ja. Ich weiß auch nicht. Also, über Get Out haben wir eigentlich noch gar nicht so wirklich geredet, oder? Und darüber müssen wir im Grunde genommen auch gar nicht reden. Doch, natürlich, weil das ist ein toller, toller großartiger Film. Überhaupt kein Oscar-Contender, habe ich nicht verstanden. Gut, das ist dagegen anstrengend, Keoma. Bester Film, warum? Das war doch wieder nur so ein Zugeständnis an die Black Community. Ja, nee, sorry. Also von allen Filmen, die ich in der Kategorie bester Film gesehen habe, war das auch neben Lady Bird der beste Film. Sorry, das mag dran liegen, dass der Rest halt nur Rotz war oder im weitesten Sinne Rotz, aber bei Get Out hätte ich es wirklich verstanden. Auch wenn das jetzt nur aufgrund einer politischen Botschaft diesen Award bekommen hätte. Aber klar, das war ein Film, der jetzt von der Story und von der Aufmachung her jetzt nicht den Anspruch oder der irgendwelche, keine Ahnung, was befriedigen sollte, aber das war so ein richtig geiler Popcornstreifen ist das. Genau das ist eben das Problem, dass Popcornstreifen leider selten einen Oscar kriegen. Und das sollte einfach bester, also sowas, das sollte viel mehr bester Film, also ich finde nur sowas sollte bester Film sein. Ich glaube aber nicht, dass es der Anspruch des Films selber war, nur ein guter Popcornstreifen zu sein. Ich glaube, der Film wollte eigentlich eine politische Botschaft transportieren und nichts anderes, und dass der Film dann für euch noch unterhaltsam war, ist wahrscheinlich so ein Nebeneffekt, aber ich weiß nicht, ich fand dann jede Dialogzeile in dem Film wirkt wie aus ich hilf mich, Oma.
Das, was, hören, was soll ich dir helfen? Ich meine, du hast ja eine Person, die dir gerade erzählt hat, Mensch, Popcornstreifen, die sollten viel öfter einen Oscar bekommen. Also, ich fand ihn ja schon selbst als Oscar, Blödsinn als Popcornfilm, sau öde. Ich fand Get Out vor allen Dingen öde, weil ich bei jeder Sekunde gemerkt habe, ja, jetzt soll mir wieder hier eine politische Botschaft, ja, hier auch, ach, da sowieso. Ich fand den Film bis zu einem gewissen Grad komplett langweilig, und wenn dann am Ende aufgelöst wird, worauf das Ganze hinausläuft, habe ich nur noch da gesessen und gedacht, echt jetzt? Was? Denn ich fand... Also. Ich fand, das ist eigentlich von Anfang an klar, woraus hinausläuft. Ich fand seinen komischen Komikerfreund, den fand ich furchtbar. Der war echt geil. Okay, Frank, was ist denn seine Funktion in dem Film, in der großen Story? Best Buddy. Das war eine Buddy-Komödie. Ja, hört auf Toms Tochter. Toms Tochter fand Get Out nämlich definitiv auch am besten. Das ist völliger Schwachsinn, Frank. Das ist ungefähr genauso. Hier harter Vergleich, als wenn du Schindlers Liste filmen würdest und Steven Spielberg hätte irgendwann gedacht, da muss mehr Humor rein. Ich nehme noch einen lustigen Juden, der immer so weiß-clucking halt irgendwie durchs Ghetto läuft. Ja, und dann hast du Das Leben ist schön, sogar in bunt. Der Typ war völlig sinnlos. Du hättest ihn komplett rausschneiden können, es hätte echt nichts gefehlt. Er hat ihn am Ende doch gerettet. Oh, super. Das auch, weil er hat ihn nicht gerettet, er kommt mit dem Auto angefahren. Nix weiter. Er hat ihn aber auch nur gerettet, weil die das Ende nochmal neu gedreht haben. Eigentlich ist er nämlich im Knast gelandet. So sieht es nämlich aus, weil ihm keiner geglaubt hat. Das wäre dann der Oscar-Cut gewesen. Vielleicht haben Dann hätte er ihn auf jeden Fall gewonnen, dann wäre es tragisch genug. Aber was ich über den Film noch überhaupt nicht gesagt habe, was ich am besten daran fand, ist, dass er fucking spannend war. Er war wirklich spannend. Gut, das ist natürlich auch diese Popcorn-Variante. Was? Richtig geil. Der war richtig geil spannend. Ohne Scheiß, ne? Ganz am Anfang diese Szene, wo sie mit ihm losfährt, mit dem Auto, und die von diesem Cop angehalten werden. Und sie so merkwürdigerweise darauf gepocht hat, dass er ja nicht seine Personalien vorzeigen muss. Ja? Da habe ich mir schon gedacht, warum ist sie da jetzt so geil drauf, dass er nicht seine Personalien vorzeigt? Das stimmt doch irgendwas nicht. Ja, völlig recht. An der Stelle, da waren meine Hände auch total feucht, weil ich gedacht habe, wow. Weil du mal wieder nicht die Hände von dir lassen konntest. Das ist eine absolute Spannung. Da habe ich mir auch gedacht, da ist aber jemand, keine Ahnung, bei Hitchcock richtig, da hat aber jemand das Suspense-Kino so richtig aufgesogen. Genau, so sieht es nämlich aus. Aber vor allem war aber auch doppeldeutig. Man hätte ja auch denken können, sie ist da wirklich nur hinterher, dass er nicht kontrolliert wird, weil ist ja nur, weil er ein Schwarzer ist. Nein, sie hatte natürlich den Hintergedanken, dass wenn erstmal seine Personalien bekannt sind, dann wird auch bekannt sein, ja, der ist da irgendwann mal an den Tag kontrolliert worden und dahin gefahren und da ist da irgendwas passiert mit dem und so. Das hat aber hier der, wie hieß er eigentlich? Das hat Jordan Peele so derart genial ausgetüftelt. Deswegen hat er ja mal Oscar gekriegt. Was für ein Scheiß. Wir nehmen das jetzt eben absprechen, oder was? Es gab selbst ein unglaublich, wo ich früher vorhergesehen habe, oho, die ist garantiert eigentlich böse, wie die komische Ische aus Get Out. Ja, aber den Oscar wird er wahrscheinlich nicht fürs Ende bekommen haben. Also fürs Drehbuch, meine ich jetzt. Enttäuschung. Also ich fand ihn super. Aber ich auch, der war richtig gut. Der war richtig, richtig gut. Er war richtig toll. Wie gesagt, für mich war das im Prinzip mehr ein politischer Film als ein Horrorfilm oder sonst irgendwas anderes. Natürlich schwang das immer manche Dialogzeilen, wenn er sich zum Beispiel dann mit dem Vater unterhält und dann hat er ja schon die Tochter, hat ihn vorgewarnt, ja, er wird definitiv sagen, ja, ach, ich hätte Obama auch nochmal gewählt. Und dann kommt es dazu, ach, er hätte Obama auch nochmal gewählt, um ihn in Sicherheit zu wägen, weil die Weißen sind ja gar nicht so böse, weil sie mögen die Schwarzen ja so oder so. Ja, das sind eben diese typischen Sprüche, die dann immer von Weißen kommen, wenn die sich so ein bisschen unwohl fühlen, Schwarzen gegenüber, dann müssen die immer solche Statements loswerden. Das wollte er ja wahrscheinlich ein bisschen auf die Spitze treiben. Aber ich meine, in Shape of Water geht es im Grunde auch um Rassismus. Nicht nur in diesen Szenen, wo da ihre schwarzen Freunde aber der ist halt gut inszeniert. Ja, gut, klar, ne? Aber ich meine ja, das zieht sich auch so ein bisschen durch, so, ne? Also das, ja, ein Three Billboards vielleicht jetzt nicht unbedingt. Also ich hatte als Kind... Wieder von Schwarzen geredet. Ich hatte als Kind noch eine Kassette, da waren 10 kleine Negerlein drauf. Ja, die habe ich auch noch.
Ja, und bei Wer hat Angst vorm schwarzen Mann habe ich eigentlich auch nie an Afroamerikaner gedacht. Also, ihr bösen Nazis. Ja, ja, ne? Und Pippi Langstrumpfs Vater war ja auch der Negerkönig. Er hat das böse N-Wort gesagt. Das war Tom von Rumblebee 666. Heute zum letzten Mal. Ich habe Mal. Nur zitiert. Heute zum Zitate letzten. Recht. Ja. So, ich habe ja wenigstens im Mittelteil des Wortes nicht ein bisschen schneller geredet. Ne? Ja. Verstehe ich nicht. Gut, ja, Jordan Peele, bestes Drehbuch hatten wir ja schon. Was sagt ihr denn zu Sam Rockwell, bester Nebendarsteller? Super, ja. Hat mich gefreut. Die Rolle war super. Mich auch. Sam Rockwell hat eh schon seit Ewigkeiten einen guten Preis verdient. Der liefert eigentlich immer regelmäßig ab. Seit ich ihn das erste Mal vor hunderten von Jahren als, gut, das war noch nicht ganz so seine großartige Rolle, aber als Safer Beeblebrox in dieser eigentlich ziemlich furchtbaren Fernheit durch die Galaxis Verfilmung gesehen habe, ich sehe ihn eigentlich immer sehr gerne. Ja, mein Gott, ja, es war kein William H. Macy und auch kein Steve Buscemi, aber es war ja auch nur Fargo Light, also von daher... Entschuldigung, immer wenn Leute merkwürdige Fargo-Vergleiche bringen, werde ich müde. Ich guck mal eben, also Sam Rockwell davor fand ich ja am besten in Moon und ich guck mal gerade eben, was er sonst noch so gemacht hat. Da fällt mir ein, der hat ganz schön viel Scheiße gemacht, ne? Ja, aber Moon war ja auch definitiv ein geiler Film. Ja, das auf jeden Fall. Aber der hat auch in den 90ern sich nicht mit Ruhm bekleckert. 1990 hat er in Teenage Mutant Ninja Turtles mitgespielt. Er war im besten Film aller Zeiten dabei, Tanz der Angels. Ich weiß nicht mehr als was. Wahrscheinlich als Michelangelo. Aber natürlich war er auch, das dürfen wir nicht vergessen, im großartigen Poltergeist-Remake dabei. Ja, als Vater. Aber der war wirklich, also hätte man ihn gebraucht? Ich glaube nicht. Bester Film aller Zeiten. An irgendeiner Stelle habe ich so gedacht, da sind doch diese beiden komischen älteren Geisterjäger durch das Haus gegangen. Ich dachte die ganze Zeit, warum kann der Film nicht nur, ich will einen Spin-off mit den beiden sehen. Die sind lustig. Aber der Rest ist ziemlich ein Scheiß. Ja, ich habe die kleine Dicke vermisst. Er hat übrigens auch noch mitgespielt, das vergisst man manchmal, ne? Aber in The Green Mile, ja, tatsächlich, und in Galaxy Quest, ja, klar, als dieses Crewmember mit dem, also das Red Shirt. Wie konnte man Galaxy Quest nur vergessen? Ja, wie konnte man es vergessen? Ja. Aber ich muss sagen, ich halte es euch ja sehr zugute, dass ihr jetzt eine Dreiviertelstunde lang drumherum geredet habt, weil das natürlich ein sehr unangenehmes Thema ist, aber wir müssen es an dieser Stelle mal ansprechen. Gerade weil wir jetzt in der Kategorie bester Nebendarsteller gelandet sind. Sam Rockwell, unverdientermaßen sind wir uns ja alle einig, weil diesen Oscar hätte ja eigentlich Christopher Plummer verdient gehabt, schon alleine, um ein politisches Statement in die Welt zu hauen. Ja, wenn sie das hätten machen wollen, dann hätten sie auch Richard Jenkins den geben können, weil schwul und so. Ja. Ja. Aber ich glaube, Christopher Plummer ist es auch im wirklichen Leben. Ja, aber der hat ja noch genug Chancen. Also, ja, der ist ja noch jung. Die nächsten Jahrzehnte. Christopher Plummer, ich denke, da geht noch einiges. Ein junger Schauspieler, gerade am Anfang seiner Karriere, da gibt die Academy nicht so gerne den Preis, da hast du recht. Eben, ne? Ah. Wer hat eigentlich den Ehren-Oscar dieses Jahr gekriegt? Das habe ich irgendwie gar nicht mitgekriegt. Das wurde ja mal schon vorher announced und das ist. Kevin Spacey. Ja, das glaube ich nicht. Er hätte aber verdient. Für unser Lebenswerk. Die bösen Molester, die dürfen ja gar nicht mehr aufgehen. Ich hab gehört, der spielt im nächsten Star Trek mit. Ja? Nein. Donald Sutherland hat für sein Lebenswerk als Schauspieler den Ehren-Oscar gewonnen. Ja, sehr schön. Sehr schön. Das freut mich. Die Ehren-Oscar sind doch. Also früher gab es immer einen Ehren-Oscar, der wurde auch bei der Hauptverleihung gebracht. Jetzt sind das immer so mehr oder minder. Ja, wir hatten vor zwei Tagen hier diese Neben. Ja, genau, die werden immer ausgesourced und dann sind die schon vorher bekannt und werden dann erstmal nur eingeblendet, irgendwie ganz kurz, da war ich wahrscheinlich auf Klo. Was für ein Schwachsinn. Ich sag schon, Roger Corman hat auf diese Art und Weise auch irgendwann mal seinen Ehren-Oscar bekommen, den hätte ich gerne auf der Bühne gesehen. Wichtigster Produzent, den es jemals gab. Und, ja, aber vor allem Jackie Chan letztes Jahr. Hallo? Ja. Das wäre geil gewesen. Ach, schade. Finde ich ja eigentlich auch schade, dass wir es nicht in der Verleihung drin hatten. Ja, und wer ja auch nicht in der Verleihung drin war, das war ja auch ein kleiner Skandal am Rande, jetzt fällt er mir, Casey Affleck. Casey Affleck hat ja den besten Hauptdarsteller gewonnen letztes Jahr. Oder was? Nee, letztes Jahr, ne? Und dann kam ja diese Sache raus, dass er da Frauen betatscht haben soll. Ah, noch so ein Kevin Spacey-Fan. Genau, ja, und traditionell verleiht ja der beste Hauptdarsteller des Vorjahres im laufenden Jahr an die beste Darstellerin den Oscar, wenn
ich mich recht erinnere. Und das haben die da leider nicht gemacht oder nicht machen können. Dafür ist jemand anderer dann aufgetreten. Und ja, das gab dann auch so ein bisschen Beef im Hintergrund wieder. Ja, man kennt das. Eigentlich mag ich den Aspekt nicht, aber jetzt, wo die Leute ihn hassen, mag ich ihn plötzlich wesentlich mehr. Ist es nicht auch so ein bisschen lächerlich? Beste Hauptdarstellerin präsentiert von Jodie Foster und Jennifer Lawrence. Beste Hauptdarsteller präsentiert von Jane Fonda und Helen Mirren. Hauptsache mal ganz viele starke Frauen. Beste Regie präsentiert von Emma Stone. Gab es überhaupt gab's männliche Präsentatoren? Ja, aber für die unwichtigen Dinge. Und ist euch aufgefallen, ich habe da mal drüber nachgedacht, dass ja erst die Kategorie, das steigert sich ja immer in der Wichtigkeit der Kategorie. Gut, die Nebendarsteller sind natürlich auch wichtig, kommen ganz am Anfang zum Anfüttern, damit die Leute nicht gleich abschalten und sagen, hier kommt ja nur Kostümscheiß oder so eine Scheiße. Und am Ende wird das Schwein fett. Aber es ist ja doch schon ziemlich, das Wichtigste ist ja der beste Film, da kommen wir ganz am Schluss, ist klar. Und davor kommt ja beste Hauptdarstellerin und bester Hauptdarsteller. Und war das nicht sonst damals in der bösen alten Zeit immer so, dass erst die Hauptdarstellerin kam und dann der Hauptdarsteller. Und dieses Jahr war es andersrum oder war das letztes Jahr auch schon so? Oder wechseln wir da jetzt immer? Nee, also ich glaube, normalerweise ist bester Hauptdarsteller immer am Schluss, also nach der Frau. Weil es heißt ja auch immer Ladies first, ne? Man möchte ja nett sein. Ja, also Gentlemen, sonst, aber jetzt hier sind wir voll in der, mein Gott, jetzt lassen sie sich alle die Haare wachsen, keiner wächst mehr die Beine und ja, auf aber geht's, me too. Ich könnte auch damit leben, wenn sie es einfach mal, wenn sie es sich abwechseln. Also wenn in dem nächsten Jahr dann der beste Darsteller am Schluss, also vor dem besten Film, klar, der ist ja weder männlich noch weiblich gebracht wird. Nee, das heißt ja nicht beste Filmin. Der beste Filmin. Die beste Filmin. Genau. Immer dieses mit diesen, das war diese weibliche Darstellerin. Ja, was denn sonst? Ja, dann auch der beste weibliche Darstellerin. Männliche Darsteller. Strich in. Ja. Also es wird alles. Also wir sind ja. Jetzt verzetteln wir uns. Weißt du, so kompliziert ist dieses Problem. Ja, es ist, ich sag nur MeToo. MeToo. Ja, MeToo. Hat eigentlich einer von euch, krasser Themenwechsel, hat eigentlich einer von euch Roman J. Israel Esquire gesehen? Nee, ich dachte, der Titel ist so doof, den habe ich von meiner Liste gestrichen. Da sagen alle Hauptdarsteller Denzel Washington grandios, der Rest des Films absolute Grütze. Und deswegen ist das schwierig, ne? Ich habe ihn nicht gesehen, ich kann es da nicht bestätigen. Ich habe ihn geguckt und das trifft bis auf den Part mit Denzel Washington, der ist okay. Also er ist meistens okay, aber ich verstehe auch nicht. Er sieht ziemlich wirr aus. Das ist ja von dem Regisseur, der Nightcrawler gemacht hat, wenn ich mich richtig erinnere, letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Der war von Dan Gilroy. Der war genial. Fantastisch. Richtig, aber warum dieser Film wiederum? Na, ich glaube, ich hatte gelesen, dass Denzel Washington irgendeinen Rekord aufgestellt hat mit der Rolle im Sinne von der Schauspieler mit den meisten oder der schwarze Schauspieler mit den meisten Nominierungen als Punkt, Punkt, Punkt. Und ich habe das Gefühl, dass sie ihm deswegen da die Nominierung nominiert haben, damit als diesen schwarzer Schauspieler des Jahres. Man hat aber jetzt mal ernsthaft, ich könnte mir vorstellen, dass es in ein paar Jahren separate Kategorien gibt für weiße und für schwarze Hauptdarsteller. Toll. Das ist Segregation, das brauchen wir. Wäre eine gute Idee, vielleicht könnte dann auch ein weißer Hauptdarsteller sich schwarz schminken, so als Zeichen der Gemeinschaft. Hä? Academy Apartheid, das finde ich sehr, sehr gut. Das sollte man mal einführen. War immer ein Erfolgs. Ich denke, genau. Was wir brauchen, sind mehr Minstrel-Shows. Ja, man hat ja aber auch schon immer so gesagt, dass Denzel Washington, selbst wenn er nominiert wäre für den Preis als bester Denzel Washington, nur Zweiter werden würde. Ja, aber ich finde Pinky Omas Idee jetzt gar nicht schlecht. Also ich könnte mir einen Film vorstellen, wo Meryl Streep Whoopi Goldberg spielt. Ja, warum denn nicht? Das wäre doch mal was. Ich würde es gucken. Die Rolle ihres Lebens. Whitewashing, Blackwashing, da sind wir doch lange drüber hinaus, oder nicht? Das muss doch kein Problem sein eigentlich heutzutage. Ganz kurz übrigens, wir haben noch gar nicht über Call Me By Your Name geredet. Oh, stimmt. Der fiel so ein bisschen komplett raus. Ich habe nur, weil alle gesagt haben, letztes Jahr hatten wir schon schwulen Film und dann, ja. Ja, ist ja weniger schwul, es ist ja eher coming out of age und dass dieser eine von den beiden Pseudo-Jugendlichen auch eher so auf die Richtung, also soll zwar ein 24-Jähriger sein, kam im Film aber wesentlich älterer rüber. Armie Hammer?
Und, das ist ein gestandener Mann. Ja, hey. Ne, und das kam dann auch eher so ein bisschen wie, hey, Kevin Spacey, das Musical als Film nominiert. Also fand ich dann auch so ein bisschen komisch. Und, also es war auch noch nicht mal jetzt ein sonderlich guter Film, aber das trifft ja leider auf alle zu. Nee, Call Me By Your Name habe ich auch geschaut, das wäre definitiv, wie habe ich es gesagt, Keoma, so ein Film für Arte oder Dreisat, Sonntag, Nachmittag, 16 Uhr. Ich bin in einem Dorf, oder? Mit ein bisschen Pimmel. Ja. Ja, dann ist es dann eh wieder so eine Fargo-Nachmacherei. Okay, Oma. Aber da scheint die Sonne und es ist nicht heiß. Deswegen kann das nicht wahr sein. Es ist nur eine Variation des Fargo-Themas. Fargo in warm. Ja, ja. Das passt ja auch. Finde ich übrigens schön, Hörgon Tom, dass ihr heute dabei wart. Hier ist die Geburtsstunde des Keoma wird diesen Fargo-Gag zu Tode reiten. Und zwar die nächsten Jahre bei allem, was ich hier im Podcast erzähle. Alter, da kannst du aber sowas von drauf wetten. Scheiße. Ich werde damit angeben. Hat denn einer von euch noch das Florida-Projekt gesehen? Moment, wir waren ja eigentlich nur mit Call Me By Your Name noch gar nicht fertig. Achso, der ist so nichts sagen. Wer von euch hat ihn denn gesehen? Ich habe ihn gesehen, ja. An. Genau, ich habe ihn gesehen und ich fand ihn jetzt, ja, wie gesagt, Sonntagnachmittag, 16 Uhr, Dreisat. Okay. Habt ihr vor, den noch zu gucken? Ich will ihn durchaus noch gucken. Weil, natürlich ist der Frank jetzt wieder dabei und erzählt dir was von irgendwie, ach, viel zu arzi-farzi, aber der Film wird überall über den grünen Klee gelobt. Also ja, dann muss er ja gut sein, Keoma. Dann musst du auf diesen Zug dann ja direkt wieder aufspringen. Dann muss er gut sein. Ja, also meine Meinung über den Film ist, ich fand, es gab ein paar Anteile daran, die waren sehr schön, insbesondere wie der Film gefilmt war. Und den Soundtrack fand ich auch ziemlich gut, aber passend zu der Zeit. Hast du recht, wenn er meint, dass der Altersunterschied zwischen den beiden Partnern ein bisschen krass ist. Und ich hätte das gleiche Problem ebenfalls, wenn das... Das sagt der Mann, der gegen Fischsex ist. Ist ja klar, dass du da irgendein Problem mit hast. Ja, ja. Ich bin ein ganz krasser Schwulenfan. Ja, ja, richtig. Das ist es. Ja, dazu noch fand ich die schwulen Sexszenen dann doch nicht besonders gut inszeniert. Was, die gibt's auch noch? Ich habe den Film ja auch nicht gesehen, aber... Na gut, du siehst jetzt nicht wirklich viel Haut auf Haut, aber du siehst schon ein paar. War das so schüchtern verspielt wie bei Moonlight da am Strand? Also ja. es geht zumindest also so in die Richtung, dass ich mich gefragt hatte, wer von beiden ist jetzt denn der Dominierende? Also das wurde ja irgendwie so. Hast du mich das gefragt? Ja, echt? weil das recht offensichtlich. Ja, gut vom Film her, aber jetzt wenn es dann hier richtig zur Sache geht, dann kann das ja sein, dass sich das komplett dreht. Also ich finde, die Sexszenen in dem Film hat man gar nicht so sehr gesehen, als dass man sie gehört hat. Und das fand ich auch ein bisschen extrem. Es wirkte ein bisschen, als hätte jemand eine... Pfirsich genommen und seine Zunge da reingesteckt und ein bisschen umgeschlabbert und das hört man dann währenddessen. Ach stimmt, ich hab das gerade mit... Gibt's sogar so in der Art. Mit Dünnkirchen verwechselt. Ich finde Sexszenen generell unangenehm. Das muss ich mal eben dazu sagen. Da geht nicht so um... Oh, dann wirst du diesen Film lieben. Das ist einfach unangenehm. Ja, aber das sind auch so Sachen, die kannst du einfach nicht wirklich gut auf Celluloid bannen irgendwie, ne? Entweder ist das zu zärtlich oder zu hart oder zu... Es ist einfach immer irgendwie peinlich, weil man es irgendwie nicht wirklich abbilden kann. Ich finde das ganz gruselig. Hast du heute irgendwie Fest und Flauschig gehört? Die sagen da genau das Gleiche. Ganz genau das. Das ist tatsächlich so. Das habe ich aber auch immer schon so empfunden. Das wollte ich hier jetzt mal genau paraphrasieren, ja. Das ist aber tatsächlich so. Es ist wieder... Also, nee. Das verleidet mir manchmal auch sehr gute Filme. Hat einer von euch mal, ist jetzt kein Oscar-Contender, aber Raw gesehen, dieser französische Film, der jetzt letztes Jahr rauskam mit der Studentin, die da Lust auf Fleisch bekommt. Will ich mal gucken. Ja, wie es so mit französischen Filmen ist, da gibt es dann auch so ein paar Szenen, die sind übersexualisiert, obwohl es überhaupt keinen Sinn macht. Und das fand ich dann auch schon so unangenehm. Also, wobei nee, ich finde, das es ist möglich, das sehr zärtlich darzustellen, wie in Caligula zum Beispiel. Ja, oder ja. die Dingsbums-Tage von Sodom oder so. Ja, ja, ja. Ja, das sind beides Filme, da spielt die Zärtlichkeit eine große Rolle. Selten wurde das so geschmackvoll dargeboten wie in diesen beiden Filmen, vor allen Dingen Salo. Ja. Oh, hier steht der Schokopudding.
Darauf jetzt erstmal ein Pfirsich. Und jeder, der Call Me By Your Name gesehen hat, sprich Jürgen und ich, wir amüsieren uns. Ich werde nie wieder Pfirsiche essen können. Vielen Dank auch. Na, guck den Film erstmal dann. Ja, ja. Ja, vielleicht. Wenn ich ganz viel Zeit habe. Ist noch ja, so auf der Uhr. Ich glaube aber, jetzt haben wir eigentlich alle Filme durch, die jetzt, ich meine, ja, was den besten Film angeht und so, die es wert sind, darüber geredet zu werden. Wer von euch hat denn eigentlich I, Tonya gesehen? Ich nicht. Ja, ich noch nicht. Ich gucke in dem Kino, weil ich meine Karte. Ja, und wir waren natürlich, Hörer und ich, wir waren in der Pressevorführung. In der Pressevorführung, natürlich wart ihr das, ja klar. Für den Closecast und haben in New York I, Tonya gesehen, haben uns dann auch gleich noch hier mit Margot Robbie getroffen. Genau, mit Margot Robbie getroffen und hatten eine schöne, durchzechte Nacht. Gut, Hörgang ist irgendwann nach dem dritten oder vierten Wodka ist er halt, ne, umgekippt, aber ich und Margot, wir haben uns noch gut amüsiert. Ich habe ja auch gesagt, also meines Erachtens hätte sie die Rolle als beste Nebendarstellerin verdient gehabt. Ich bin auch der Hast Meinung... Hast du nochmal gelobt, dass sie im großartigen Suicide Squad mitgemacht hat, ne? Richtig. Beste Nebendarstellerin, ja? Ja. Besser Hauptdarstellerin, ja. Sorry. Ich habe noch so ein bisschen Nachwirkungen, das war eine lange Nacht. Nee, fand ich ein guter Film, war unterhaltsam, vielleicht ein Ticken zu lang, aber den habe ich ja sowieso bei, also mir geht's ja sowieso bei allem, was über 90 Minuten geht. Man hätte es auch noch kompakter zusammenfassen können, aber da rede ich ja gegen eine Wand. Die Zeit ist vorbei, die Zeit der Blockbuster und Produktionen, die unter 90 Minuten, also unter 120 Minuten sind. Das ist aber war ein unterhaltsamer Film und sie war großartig in der Rolle. Ja, da kriegt man doch noch was fürs Geld. Nochmal ganz kurz zum besten Animationsfilm. Dann wäre doch jetzt vielleicht mal eine Überleitung zum besten Animationsfilm angebracht. Tom, fällt dir dazu was ein? Übrigens, bester Animationsfilm, könnten wir auch noch mal ganz kurz drüber reden. Gewonnen hat ja Coco, dieser Film über diesen kleinen Jungen, der in eine Totenwelt eintritt, um da irgendjemanden zu retten. Ich habe keine Ahnung. Ich gucke ganz selten Animationsfilme, weil ich die nicht unbedingt immer ertragen kann. Hattet ihr da irgendwie jemanden, wo ihr sagen würdet, dass dieser Film hat es mehr verdient gehabt? Zum Beispiel The Boss Baby. Der ist ja auch richtig gut. Ich weiß auch nicht, der ist doch auch nur aus Mangel an Alternativen da reingerutscht, oder? Also ich verstehe es echt auch nicht. Merkwürdig. Ich habe nur einen gesehen, nur einen nominierten animierten Film, und zwar diesen Loving Vincent über Vincent van Gogh. Der gemalte Film, der Film, der, wenn ich es richtig verstanden habe, von unglaublich vielen Künstlern in Öl gemalt wurde über 10 Jahre. Im Duktus von Vincent, genau. Ja. Das klingt ja mal toll. Den sollte ich vielleicht irgendwann mal gucken. Die Idee dahinter ist interessanter als der Film selber, finde ich. Also, schade. Das Stil ist schon interessant, ja, aber was sie dann im Endeffekt als Handlung da drauf gepfropft haben, ist eine relativ gewöhnliche Detektivgeschichte, würde ich mal sagen. Und es spielt kurz nach dem Tod von Vincent van Gogh, und es geht wohl um irgendeinen Kerl, der nachvollziehen will, wie das passiert ist und wie es dazu kam und was er eigentlich für ein Mensch war. Und da gibt's schon. Ich kann es dir sagen, Drogen. Ja, richtig. Hat er Selbstmord begangen? Ja, sowas. Ja, aufgrund von Drogen, meine ich. Naja, ich war nicht dabei. War der depressiv? Hatten wir nicht noch einen deutschen Gewinner da bei den Academy Awards dieses Jahr? Das ist mir irgendwie. Will ja keiner meine Meinung zu Coco wissen? Aber gerne doch. Ja, war langweilig. Gut. Dann doch lieber Ferdinand. Jetzt geht's irisch ab. Und zwar im Original mit der Stimme von John Cena. Woo! Der lernt ja gar nicht. Wie fandest du denn Coco, Keoma? Ich fand ihn halt echt lang. Also, im weitesten Sinne habe ich mich die meiste Zeit an Corpse Bride so ein bisschen erinnert gefühlt, hat alles etwas bunter. Ist halt so eine, weiß ich, das ist mir echt alles so Disney-mäßig gewesen. Du weißt relativ schnell, an welchem Punkt welcher Twist in der ganzen Sache kommt und so weiter und so fort. Der Film ist einfach so unoriginell, so komplett. Das ist das, was ich dazu sagen kann. Er ist einfach nicht originell. Einige Leute erzählen mir, dass sie da Tränen in den Augen hatten, weil der Film so sehr ans Herz geht. Ich nicht. Vielleicht bin ich einfach zu kalt dafür. Aber ich fand den Film einfach immens langweilig.
vorhersehbar. Es gibt halt an irgendeiner Stelle, gibt es halt so mexikanisch angehauchte Lieder. Natürlich, das Ganze spielt ja auch in Mexiko. Aber es ist eben disneyfiziert. Ja, Wort. Toll. Also, ja, was willst du machen? So, weiß ich würde gern Disney mal für ziemlich großartige Filme. Schade eigentlich, dass es sich so komplett geändert hat. Ja. Sorry, das müssen wir aber mal realistisch sehen. Die Leute sind doch sowieso nur in Coco gegangen, um als Vorfilm Olaf Taut aufzuschauen, oder? Oh, hör bloß auf. Natürlich. Das war auch so eine ganz großartige Sache. Ich habe den Film geguckt, 2 Wochen nach Weihnachten. Und dann kommt dieser verdammte Film irgendwie, hey, Weihnachten. Ja, es ist doch toll. Ich liebe die Eisprinzesskönig. Ich weiß es nicht. Eisprinzessin. Also Frozen fand ich ganz toll. Ganz toll. Ja, dann wirst du bestimmt auch Olafs lustiges Abenteuer lieben, weil der ist schweinelangweilig. Ich habe ihn auf meiner Netflix-Playlist. Ich werde ihn vielleicht heute direkt nach dem Klaus-Kast noch schauen, Keoma. Oh, das ist schön. Ja. Natürlich mit dem deutschen Soundtrack von Harpe Kerkeling. Natürlich, natürlich. Tom? Nur, ja. Weil im Original verliert er ziemlich viel an Reiz. Weil du vorher gefragt hast, der deutsche Oscar-Gewinner dieses Jahr ist Gerd Nefzer für die besten Spezialeffekte in in Blade Runner 2049. Ach, ja, richtig. Das hat mich auch sehr gefreut, dass der den gewonnen hat. Ja, das war schon ein optischer Genuss, aber der Rest vom Film, ich weiß, Guillaume, du magst ihn sehr gerne, aber ich fand ihn dann doch eher, wie aber auch schon im ersten Film, doch recht träge inszeniert. Naja gut, 90 Minuten hätten wir noch kurz können. Blasphemie? Ja, gut. Aber nur ein Tick drunter. Also das ist so meine Toleranzgrenze, was das angeht. Die ist natürlich mit fortschreitendem Alter sehr in die Höhe geschnellt. Also da bin ich schon doch leidens. Aber der war knapp unter meiner Toleranzgrenze. Ja, hallo, je älter du wirst, desto mehr müsstest du auch langsame Filme zu schätzen lernen, weil das meine ich ja. So schnell kam gar nicht mehr mit. Nein, das ist nicht wahr. Also ich habe ja letztens zum Beispiel mal, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, den Vanille-Eis-Film Cold as Ice angeguckt. Der ist sehr schnell geschnitten. Und den fand ich cool. Ja. Ich habe noch alles mitgekriegt. Wie fandst du die Szene mit dem Clown? Fürchterlich. Aber die ist an mir vorbeigegangen, weil zu schnell geschnitten. Ja, da hast du es nämlich. Mit anderen Worten, Blade Runner 2049 wäre genau das Richtige für dich. Vermutlich war der auch nicht zu schnell für dich, deswegen bist du ihn scheiße. Ach, naja. Ich weiß auch nicht. So, soll ich jetzt nochmal zusammenfassen oder gibt es noch irgendwas Bestimmtes zu sagen? Ah ja, genau. Eine Frage hätte ich nochmal an die Allgemeinheit. Und zwar, Tom, du hast die Veranstaltung gesehen. Wer noch? Ich musste arbeiten. Aber ich muss zugeben, ich musste auch arbeiten, ich musste sehr früh raus, deswegen bin ich auch extra früh aufgestanden, um 4 Uhr morgens, halb 4 war es, hab das dann noch geguckt und bin dann erst losgefahren, nachdem das Ding zu Ende war. Ich habe den Rest aber nachgeholt. Also, okay, dann hast du mit Sicherheit auch diese die Stelle mitbekommen, wo sie dann den Song Stand Up for Something gesungen haben. Ja. Das hast du in Erinnerung, auch mit dem, nennen wir es mal, Gedicht davor. Da war ich wahrscheinlich auf Klo. Oder hab mir einen Kaffee geholt. Das habe ich nicht. Aber der Song war, also, das war ja schon ein bisschen sehr. Jetzt fehlt mir das Wort. Es war sehr bunt. Ja, für mich war das der größte Tiefpunkt der diesjährigen Oscars. Da ist ein Rapper, wohl namens Common heißt der. Der davor nochmal, ich schätze mal, man wird es Rappen nennen, aber er spricht quasi so einen Text runter. Und dieses Gedicht, nenne ich es mal, was er da von sich gibt, ist so dermaßen unglaublich weit weg von jeder Art von Poesie, nenne ich es mal. Und, also sehr platt, es unterstreicht quasi perfekt, wie diese Veranstaltung nichts anderes war als ein paar Leute, die eine ähnliche politische Meinung haben und die sich gegenseitig einen runterholen darauf, dass diese Veranstaltung das war. Also, furchtbar. Ja, das ist immer politisch angehaucht gewesen und das ist, wird auch immer schlimmer. Irgendwie so ein bisschen. Ich finde, es sollte ja mehr um Filme gehen und nicht um politische Aussagen, aber nun gut, da stehe ich scheinbar alleine da. Okay, Keoma, irgendwelche Schlussworte zur Oscarverleihung? Nö, ich hab's ja nicht gesehen. Ja, aber zur Essenz der Oscars 2018, dein Fazit zu den Gewinnern, Verlierern? Ja, und ich kann ja alles mitleben.
Ja, dann fasse ich nochmal schön zusammen. Emma Watson, leider nicht verdienterweise Hauptdarstellerin für Die Schöne und das Biest. Bester Film neben Get Out natürlich Victoria und Abdul. Wir haben ja jetzt mindestens eine halbe Stunde drüber geredet. Und wenn ich an dieser Stelle noch was sagen darf, ich war sehr enttäuscht, dass für bester Nebendarsteller männlich nicht der Doc-Darsteller aus Baby Driver nominiert wurde. Den fand ich nämlich echt großartig. Ich hoffe, man sieht demnächst noch viel, viel mehr von diesem grandiosen Ausnahmeschauspieler. Was macht der eigentlich jetzt gerade? Der, ja. Das ist bestimmt sehr gefragt. Ja, bestimmt. Ja. Also nach dem Film kann ich mir vorstellen, kann der sich vor Rollen nicht mehr retten. Ich denke mal, auf Netflix die Serie wäre für den drin, oder? Bestimmt. Ja, irgendwas Politisches cool. Vielleicht. Geil. Ne? Also ich finde, er müsste jetzt eigentlich nur seine laufenden Kosten ein bisschen reduzieren, dann kann er glücklich leben, bis an sein Lebensende, ohne weiter arbeiten zu müssen. Wenn er denn gut gewirtschaftet hat. Mensch, das sind aber schöne abschließende Worte. Und in diesem Sinne, Keoma. Warte, ich habe doch noch gar nicht mein Resümee gezogen. Ach, ich dachte, ihr habt eben schon resümiert. Ja, also ich wollte nur noch ganz kurz was dazu sagen und da muss ich auch das Internet zitieren. Dieser Gedanke ist nicht von mir gekommen, sondern von den Rocket Beans, glaube ich. Aber das fand ich auch ganz schlüssig. Mir ist nämlich auch schon während des Guckens aufgefallen. dass die Geigen ganz schön runtergezogen haben, was die ganze Inszenierung und so angeht. Das war jetzt alles nicht so pompös und so, mit großen Show-Einlagen und so wie sonst. Und ich glaube tatsächlich, dass das so ein bisschen in Hinblick auf die 100. Schon passiert, weil das war ja jetzt die 90. Ausgabe und in 10 Jahren ist ja das riesen Jubiläum und die wollen sich wahrscheinlich nicht dem Druck aussetzen, da jedes Jahr noch einen draufsetzen zu müssen und dann bei der 100 so richtig aufzudrehen. So kam es dann auch vor, war recht belanglos, recht langweilig. Ich habe schon bessere gesehen. So, das war's. So, Jörgon, von dir noch etwas? So, das habe ich ja eigentlich gerade schon geäußert. Genau. Kioma, du darfst dann moderieren. Ja, das war der Oscar-Podcast. Tschüss. Kannst du es ein bisschen enthusiastischer machen? Vielleicht nochmal ein bisschen zusammenfassen, worauf wir uns einig waren, was nicht, was, ne? Also so ein bisschen, ne? Du bist ja jetzt lang genug dabei, du alter Podcast-Hase. Die Leute haben doch die Folge gehört. Ja, was genau? Was soll ich jetzt hier nochmal zusammenfassen? Gut, also, dann machen wir genau hier an dieser Stelle den Cut. Wir hören uns demnächst wieder. Tschüss, bis dann. Heide Witzka. Tschüss. Tschüss. Welcher Film ist richtig Dreck? Welcher ist so richtig tight? Diese Typen haben's gecheckt. Fachidioten mit zu viel Zeit. Egal ob geil oder anspruchslos. Sie haben's gesehen und jetzt geht's hier los. Mit Glotzkast. Alte Schinken und neue Blockbuster. Glotzkast. Hier kommen Experten, also mach Platz, da Glotzkast.